und herzlich willkommen zu Dilly Demented Blick hinter die Kulissen. Im heutigen Video soll es speziell um das Thema Konzertfotografie gehen. Als allerersten Tipp kann ich euch ans Herz legen, euch einen Ersatzakku mitzunehmen. Das gilt insbesondere für Festivals, wenn man eine lange Zeit fotografiert, und auch eine Ersatzspeicherkarte. Das gilt auch besonders für Festivals, wenn man viele Bands fotografiert und es gibt nicht unbedingt immer Strom auf Festivals, sodass man die Bilder nicht extern sichern kann. Auf Clubkonzerten wiederum muss das nicht unbedingt sein, weil dann ja meistens nur 3 oder 4 Bands spielen. Auch ist es wichtig, dass man mit einer Kameratasche arbeitet. Das gilt besonders, wenn man Objektive wechseln möchte. Ich persönlich finde eine Kameratasche besser als einen Rucksack, weil man den Rucksack erst absetzen muss. Die Kameratasche kann man einfach an der Seite haben und nach vorne drehen und so leichter drankommen. Für Festivals draußen ist es auch wichtig, dass man einen Regenschutz für die Kamera hat. Den kann man für kleines Geld, für 10 Euro kaufen. Das ist im Grunde eine Plastiktüte. Man kann sich aber auch einfach behelfen, indem man einen Gefrierbeutel aufschneidet und da das Objektiv durchschiebt. Das habe ich selbst schon gemacht. Das funktioniert ähnlich gut. Als Konzertvorbereitung kann man sich Live-Videos von den jeweiligen Bands ansehen, um zu schauen, wie sich die Musiker bewegen und ob man vielleicht viel Zeit für die Fotos hat oder ob man weniger Zeit hat. Auch sollte man darauf achten, ob der Sänger Rechts- oder Linkshänder ist. Dann kann man sich so vor der Bühne positionieren, damit er nicht mit seinem Arm sein eigenes Gesicht verdeckt und man immer noch ein gutes Foto vom Sänger schießen kann. Das wird nämlich generell vom Publikum auch am meisten angesehen. Wenn sich die Musiker viel bewegen, sollte man die Verschlusszeit verringern, zum Beispiel auf 1/100 Sekunde, damit die Bilder nicht verwackeln. Als weiteren Tipp kann man empfehlen, dass man im RAW-Dateiformat fotografieren sollte. Die Einstellung kann man an der Kamera vornehmen. Das hat den Vorteil, dass den Bildern mehr Informationen angehangen ist. Man kann dann im Nachhinein die Bilder besser bearbeiten, auch ohne dass dass die Bildqualität darunter leidet. Der Nachteil bei den RAW-Dateien ist, dass die Bilddateien größer werden, bis zu 30 MB pro Bild. Das heißt, man braucht auch mehr Speicherplatz. Und die Kamera benötigt einfach eine längere Zeit, die Bilder zu entwickeln. Bei JPEGs geht das wesentlich schneller. Wenn ihr eine Spiegelreflexkamera habt, sollte man auch die Serienbildfunktion aktivieren. Da hat man dann mehrere Schnappschüsse von dem gleichen Motiv in leicht anderen Perspektiven. Da hat man einfach eine größere Auswahl an Bildern, die man benutzen kann. Wenn es euch euer Budget ermöglicht, sollte man auch auf lichtstarke Objektive setzen. Das heißt, man könnte 1 oder 2 Ersatzobjektive jeweils dabei haben. Das kann nötig sein, wenn sich bei Festivals, wenn die Dämmerung einsetzt, da reicht das Standardobjektiv nicht mehr aus. Man kann auch sich behelfen, indem man die Lichtempfindlichkeit etwas verändert. Das sind die ISO-Werte. Die sollten mindestens auf 800 oder auf 1600 stehen. Das waren meine Tipps für die Konzertfotografie. Ich hoffe, ich konnte euch weiterhelfen.